Heute testen wir ein weiteres Casino namens Playzilla. Hallo, willkommen. Hier ist Captain Casino, dein Online-Casino-Experte. Heute habe ich eine echt interessante Seite für euch, die meiner Meinung nach echt cool aussieht. Sie heißt Playzilla. Wir werden uns gemeinsam die Seite, die Spiele, die Vertrauenswürdigkeit, die Bezahlungsmethoden sowie die Boni anschauen, damit ihr wisst, ob man bei Playzilla seriös spielen kann. Sollte die Seite deinen Anforderungen entsprechen, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, um bis zu 200 Euro und 500 Freispiele bei deinen ersten Einzahlungen zu bekommen. Denk dran, man darf nur spielen, wenn man 18 Jahre alt ist und bitte nur mit dem Geld, was man auch wirklich verlieren kann. Genug geredet, gucken wir uns jetzt mal die Seite genauer an. Die Seite ist optisch sehr schön gestaltet und ist in einem blau-grünen Design, was sehr dunkel gehalten ist. Mir persönlich gefällt das Design richtig gut und ich muss sagen, es ist schon optisch eines meiner Lieblingscasinos. Die Seite ist 2021 erschienen und ist somit bereits seit 2 Jahren auf dem Markt. Das Layout ist so aufgebaut, dass es unterschiedliche Menüpunkte für die unterschiedlichen Kategorien gibt. Am oberen Rand findet man Spiele, Live-Casino, Sportwetten, Sonderaktionen und Pferderennen. Zusätzlich gibt es oben links noch ein Menü, da findet man zum Beispiel auch noch Sachen wie Turniere oder Bonus-Crab. Klickt man nur auf Spiele, findet man die Slots. Diese sind halt auch nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Kategorien. Dort gibt es zum Beispiel Top, Neu, Beliebt, Slots, Live-Casino, Jackpot-Spiele und einige andere. Man kann zusätzlich eben auch nach Namen von Slots suchen und eben auch nach Anbietern sortieren, sollte man da was Bestimmtes suchen. Insgesamt gibt es echt viele unterschiedliche Provider, die eben auch eine große Anzahl an Spielen haben. Bei den Providern findet man zum Beispiel Pragmatic Play, Hexor Gaming, Playing Go, NetEnt und viele weitere. Bei den Slots gibt es natürlich auch die klassischen Sachen wie Big Bass Splash, Legacy of Dead, Money Train 3 und viele weitere. Aber natürlich gibt es auch außergewöhnlichere Spiele, die man nicht so auf jeder Seite findet, wie zum Beispiel Bounty Smash, Book of Meow, Rough Heist und wirklich unendlich viele andere. Kommen wir nur noch zu den Live-Spielen. Natürlich gibt es die klassischen Live-Spiele wie Roulette und Blackjack in zig Ausführungen, aber es gibt auch ausgefallenere Sachen, wie zum Beispiel Adventure Beyond Wonderland, Gonzo's Treasure Map und Vegas Boy Bonanza. Gerade die ersten zwei Spiele habe ich persönlich noch nie so gesehen und die machen wirklich echt Spaß. Damit kann man also sagen, die Auswahl der Live-Spiele ist echt gut, man hat wirklich außergewöhnliche Spiele und es sollte echt für jeden was dabei sein. Die Seite ist natürlich auch zugänglich mit einem Smartphone oder Tablet, so dass ihr von unterwegs, auf der Couch oder wo auch immer ganz entspannt zocken könnt. Ihr müsst dabei nicht auf Qualität oder Spielauswahl verzichten. Bei Sonderaktionen findet man einige Boni, die man nutzen kann, um Bonusguthaben, Freispiele und weitere Dinge zu bekommen. Die verändern sich auch immer wieder, deshalb lohnt es sich einfach mal reinzuschauen. Beim Menüpunkt Turniere findet man, wie der Name schon sagt, die Turniere. Dort kann man zusätzlich teilnehmen, um Preise zu gewinnen im Live-Casino, bei Sportwetten und so weiter. Da könnt ihr zum Beispiel beim Live-Casino-Turnier aktuell bis zu 500 Euro gewinnen. Kommen wir nun mal zur Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit von Playzilla. Das Casino hat eine Lizenz in Curaçao und wird somit überwacht von den Behörden dort. Durch die Lizenz müssen sie sich eben an gewisse Standards halten, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und zusätzlich setzen sie noch auf verantwortungsbewusstes Spielen und setzen auf ein echtes RNG, wodurch es eben Zufall ist, ob man gewinnt oder eben nicht. Darüber hinaus ist die Seite schon länger auf dem Markt und die Reviews von unterschiedlichen Personen sind wirklich, wirklich gut. Gerade auch die Sicherheit wird oft hervorgehoben, daher die Seite eine klare Empfehlung, was der Punkt angeht. Zu den Zahlungsmethoden kann man sagen, dass es sehr viele normale Methoden gibt, wie zum Beispiel Banküberweisung, Visa, Mastercard, Giropay, Jetor und Kryptowährungen. Bei der Auszahlung sind sie ziemlich ähnlich, dort gibt es eben auch Visa-Card, Mastercard, Jetor, Myfinity und auch hier Kryptowährungen. Manche Methoden haben eine Mindestauszahlung und manche Auszahlungsmethoden sind sofort, andere dauern eventuell ein paar Tage. Bitte dafür immer die AGBs durchlesen. Sollte dich die Seite bisher überzeugen, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, um einen Bonus bei deinen ersten Einzahlungen zu bekommen. Und damit kommen wir auch direkt zum Bonus. Die Boni findest du im Menüpunkt Sonderaktionen. Bei der Anmeldung bekommst du bis zu 200 Euro im Bonusguthaben und 500 Freispiele, so dass man eben schon mal ein bisschen umsonst zocken kann. Zusätzlich gibt es weitere Boni, durch die du mehrere hunderte Freispiele und tausende Euros als Bonus bekommen kannst. Da musst du einfach mal durchgucken, was für dich da am passendsten ist und bitte auch immer hier AGBs durchlesen, damit man die Boni auch richtig nutzen kann und das Geld danach sinnvoll auszahlen kann. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Playzilla hat ein schönes Design, was sehr stimmig ist und nicht überladen ist. Die Seite ist bereits 2 Jahre auf dem Markt und ist bisher sehr überzeugend. Mir persönlich gefällt wirklich vieles sehr gut an der Seite und die Seite ist sehr sicher. Das Casino hat eine Lizenz in Curaçao und achtet eben auch auf das verantwortungsbewusste Spielen der Nutzer. Es gibt einige Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden wie Visa-Card, Mastercard, Banküberweisung, Giropay und viele weitere. Mir persönlich gefallen die unterschiedlichen Boni sehr gut und der Turnierbereich bietet immer wieder neue Abwechslung. Wenn du nach diesem Test Playzilla selbst testen willst, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung gerne anmelden. Damit würdest du mich natürlich unterstützen, weiterhin solche Videos machen zu können. Das war's mit dem Video von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Captain Casino.